Beowulf. Erstes Kapitel: Pracht und Schrecken der Hirschburg. In uralten Zeiten geschah es, dass an einem Sommertage, da Wind und Wellen schliefen und die See spiegelblank war, ein schlummerndes Kneblein in einem glänzenden Schilde über das Meer gefahren kam und von dem Dänenvolke, an dessen Küste es landete, als ein Geschenk der Götter aufgenommen wurde. Der Knabe war Odins Sohn, und man nannte ihn Skjöld. In göttlicher Schönheit wuchs er auf. Das Volk erwählte ihn zum Könige, und er ward ein Hort des Ruhmes und der Macht des Landes. Nach langer, ruhmvoller Herrschaft starb Skjöld alt und lebenssatt. Und sein Leichnam, prächtig gerüstet mit Helm und Brinne, Schild und Schwert, ward auf das beste Schiff des Landes gebracht und neben den Mast auf weiche Teppiche gebettet. Dann ward das Schiff unter lauter Klage des Volkes vom Lande gestoßen, und steuerlos trieb es dahin auf den wilden Wogen des Meeres. Wo es gelandet, hat niemand erfahren, bis auf den heutigen Tag. Ein edler Spross aus dem Geschlechte des göttlichen Skjöld war König Rudiger, ein tapferer Held, der auf kühnen Wikingerfahrten mit seinen schnellen Drachen die Meere durchkreuzt und Ruhm und Schätze ohne Maß erworben hatte. Auf einem Hügel unweit des Meeres erhob sich die Hirschburg, des Königs Palast, strahlend im Glanz des Goldes und weithin sichtbar den Schiffern auf pfadlosen Wellen. Darin saßen auf goldenem Throne König Rudiger und seine Gemahlin Valdiva und teilten mit vollen Händen Gaben unter die Edeln des Volkes aus. Groß und prächtig war der Metsaal in dem Palaste. An den getäfelten Wänden hing das glänzende Kriegsgewaffen der Männer. Und die Helden saßen an vergoldeten Tischen und tranken aus kostbaren Bechern und Hörnern den Met, während ein sangeskundiger Spielmann die Saiten der Harfe erklingen ließ und in begeisterten Liedern König Rudigars und seiner Helden Waffentaten feierte. Kein Tag verging ohne ritterlich Turnier und Zechgelage. Und von nah und fern kam in Scharen das Volk, um den Glanz der Hirschburg mit Augen zu sehen. Eines Morgens erscholl statt des gewohnten Gesanges lautes Jammergeschrei im Königspalaste. Überall sah man verstörte Gesichter, und auch aus dem Antlitz des Königs blickte banges Entsetzen. Unerhörtes hatte sich zugetragen. 30 edle Männer waren nachts in der Burg erschlagen und fortgeschleppt worden. Wer die Untat begange, wusste man nicht. Doch führte die Spur in einen übel berufenen wilden Bergwald nahe am Meere. Mitten im dichten Gehölz von wild zerrissenen Felsen und zackigen Klippen umgeben, lag dort in schwindelnder Tiefe ein unheimliches Gewässer. Mit Brausen und Tosen stürzten die wilden Waldströme in dasselbe hernieder. Wasser brachen und allerlei gräuliche Nixe tümmelten sich in der Flut. Klommen empor an den Felswänden, hockten auf den besonnten Klippennasen, rissen den Rachen weit auf und schnappten nacheinander, sprangen ins Wasser und wälzten sich dahin rum, in zornigem Kampfe. Die Bewohner des Waldes flohen dieses Gewässer. Und eher ließ sich der Hirsch am Uferrande von den Zähnen des Wolfes zerreißen, als dass er den Sprung in jene Tiefen wagte. Auch der Mensch fürchtete sich, diesen Wald zu betreten. Denn es lebte die Sage im Volke, dass in der Tiefe dieses Wassers der furchtbare Riese Grendel wohne, der vorzeiten das Land durch grässliche Mordtaten zu einem Wohnplatze des Jammers gemacht hat. Lange hatte man nichts mehr von den Unhold gehört, und fast war sein Name verschollen. Nun aber ward es auf einmal schrecklich kund. Grendel lebte und begann von neuem sein Unwesen. Er und kein anderer hatte die Helden in der Hirschburg erschlagen und in seine Wohnung geschleppt, die auf dem Grunde des Bergwassers stehen sollte. Schnell wie auf Flügeln des Windes verbreitete sich die Kunde von Grendels Mordwerk durch das Land, und alles Volk ward von Furcht und Entsetzen ergriffen. In einer der folgenden Nächte kam er wieder. Die Wachen im Königspalaste waren verdoppelt worden. Und unerschrockene Helden erwarteten ihn mit Schwert und Spieß und Schild. Die Tore der Burg öffneten sich vor seiner Berührung von selbst, und er trat ein und spähte nach Beute. Da stürzten die wackeren Mann hervor und griffen ihn an mit scharfen Waffen.
Allein der Unhold achtete weder Hieb noch Stich. Mit seinen Eisenkrallen schlug er die Feinde zu Boden und steckte sie in seine mächtige Tasche, die er weit geöffnet am Gürtel trug. Nicht einer kam mit dem Leben davon. Grendel schleppte sie alle in seine unterirdische Behausung. Allnächtlich verschwand mehr von den Mannen des Königs. Ganz machtlos war der König Rudiger diesem schrecklichen Feinde gegenüber. Und lange seufzte sein Land unter dem Banne des furchtbaren Grendel. Zweites Kapitel: Beowulf. Um diese Zeit lebte im Land der Goten Beowulf, ein Anverwandter des Königs Hugeleich, noch jung an Jahren, aber dessen ungeachtet schon ein ruhmreicher Held, der Wunderwerke der Tapferkeit von dem staunenden Volke vollbrachte. Einstmals unternahm er mit dem kühnen Breker eine Schwimmfahrt ins offene Meer. Dem Sieger hatte der König eine goldene Kette gelobt. In voller Rüstung, das Schwert in der Faust, sprangen beide in den wilden Schwall der Wogen und schwammen in die schäumende See. Lange hielten sie sich beisammen. Endlich aber wurden sie durch die stürmende Flut getrennt und hierhin und dorthin geschleudert. Breker kam in ruhiges Wasser, wo er die Nacht ohne Gefahr verbringen konnte. Beowulf aber war unter grässliche Seeungetüme und Drachen geraten und musste mit dem Schwerte um sein Leben kämpfen. Und ein Wunder war es, dass er dem Tode entrann. Denn in Scharen fielen die Ungetüme über ihn her. Einige Missgestalten streckten lange Fangarme aus, um ihn zu fassen und in die Tiefe zu ziehen. Andere rissen den Rachen auf und schnappten nach ihm. Und wieder andere suchten ihre spitzen Krallen in seinen Leib zu schlagen. Aber wieder jeden Angriff schützten ihn sein treffliches Panzerkleid und das Schwert, mit dem er die Ungeheuer erschlug und in bodenlose Tiefen versenkte. Die ganze Nacht hatte er im Kampfe verbracht, und als endlich der Tag graute, fasste er den größten der erschlagenen Seedrachen an der Flosse und schwamm mit ihm dem Strande zu. Heller und heller wurde es, und da die Sonne aus den Fluten stieg und mit goldenem Glanz Meer und Land überstrahlte, erblickte der kühne Schwimmer eine weite Strecke vor sich, sein Widerpart Breker und am Gestade im Lichte der Morgensonne den König Hugeleich und seine Genossen. Mit Macht streckte er die Glieder, um den anderen zu überholen. Aber ihn hinderte die Last des Seetieres, die er zu schleppen hatte, und Breker erreichte vor ihm das Ufer. Beowulf schleuderte seine Beute auf den Strand und rief: »Ich habe die Wette verloren! Der da hat mich gehindert!« Staunend betrachteten die Recken das tote Ungetüm, und König Hugeleich sprach: »Die Goldkette hat Breker gewonnen, und er soll sie erhalten. Du aber, mein wackerer Beowulf, hast Größeres vollbracht. So nimm denn, Nägling, mein bestes Schwert und führe es in siegreichen Streite deinen Freunden zur Lust und deinen Feinden zum Leid.« Schiffer brachten die Kunde von Grendels Untaten ins Land der Goten. Und, als Beowulf davon hörte, beschloss er sogleich, übers Meer zu fahren und den Unhold im Kampfe zu bestehen. Mit 14 wackern Gesellen ging er zu Schiffe und steuerte über die wogende Salzflut gen Dänenland. Glücklich erreichten sie die Hafenbucht, unfern der prächtig schimmernden Hirschburg, verankerten mit sicheren Ketten das Drachenschiff und stiegen ans Land. Da kam ihnen auf hurtigen Rosse der Strandwart entgegen und fragte, woher und wohin. Ihm antwortete Beowulf: »Wir sind Leute aus dem Lande der Goten und kommen als Freunde. Sage mir, ist jene glänzende Halle die Hirschburg, die sich dein König herrlich erbaut hat? Ja, doch drinnen auf goldenem Throne sitzt seit Jahren die Sorge, ein unfroher Gast, und der Spielmann in der Burg heißt Kummer und sein Lied Klage.« »Garstige Namen, ich aber bringe das Glück und die Freude. Auf, meine treuen Genossen, nun lasset uns eilen zur Königsburg.« Stolz schritten sie den Hügel hinan, lehnten die Schilde an die Außenwand der Burg und ließen sich vor den König führen. Auf dem strahlenden Hochsitz thronte Rudiger mit seiner Gemahlin Valdiva. Erstaunt schaute er auf die stolze reintretenden gotischen Männer und befragte sie nach Namen und Herkunft. Da trat einer vor und sprach: »Ich bin Beowulf,
des Ekdiosohn und Vetter des Königs Hugeleich von Gotland. Und diese hier sind meine treuen Waffengefährten. Beowulf, rief der alte König freudig überrascht. Beowulf, der ruhmreiche Sohn meines Freundes Ekdio, gesegnet der Tag, da meine Augen dich schauen. Und nun heiße ich dich samt deinen Gesellen willkommen in meiner Burg. Siehe, Valdiva, meine Gemahlin, das ist der Held, dessen Ruhm die Skalden singen auf weitem Erdenrund. Auf, lasst rüsten das Mahl, stellet die Tische, holet den Met, den Besten. Die lieben Gäste sollen mir gastlich bewirtet werden. Da sprach Beowulf, nichts sind wir gefahren über die weite Salzflut, um bei reichen Gastgelagen zu schwelgen in König Rudigers Burg. Von meerbefahrenen Schiffern haben wir gehört, wie ein nächtlich schweifender Unhold dich schädigt an Gut und Blut, schon Jahre hindurch. Das trieb uns über die See, denn ich gedenke, den Riesen im Kampfe zu überwinden. Solcher kühnen Rede freute sich König Rudiger, und bald saß er mit seinen Gästen und seinen besten Recken im festlich geschmückten Metsaal und schlürfte mit ihnen aus blinkenden Hörnern den schäumenden Trank. Und der Spielmann schlug die Saiten der Harfe und hub an, den Sang von Beowulfs ruhmreichen Taten zu Wasser und zu Lande. Wie er die feindlichen Heere geschlagen im Schwedenkampfe, die Drachen und Nixe des Meeres getilgt und nun erschien sei, um aller Unholde Meister, den völkerverderbenden Grendel zu bezwingen. Das sang der Spielmann, und Dänen und Goten stimmten mit ein in das Lob. Nur Hundfried nicht, ein stolzer dänischer Ritter. Der blickte finster drein, und als das Lied geendet hatte, sprach er unmutig, mir ist kund geworden, dass einer den Beowulf im Schwimmen besiegt hat. Ich glaube, der Mann hieß Breker, und wahrlich, auch unter uns sind Streiter, die nicht geringer sind an Mut und Heldenkraft wie der Gote. Wenn du so tapfer bist, warum hast du den Grendel nicht erschlagen, edler Hunfried? Fragte Beowulf. Auch du sollst ihn erst bestehen. Drum rate ich dir, prahle nicht zu früh, noch weißt du nicht, was es heißt, mit Grendel zu streiten. Morgen, hoffe ich, wird deine Zunge sich schämen, solche Worte gesprochen zu haben, denn heute Nacht schon gedenke ich, den Unhold zu erschlagen. Du gedachtest auch, den Breker zu besiegen. Doch, wer bekam die Goldkette aus König Hugeleichs Hand? Schweig, Hunfried, rief nun der König erzürnt. Es gibt nur einen unter der Sonne, der stark genug ist, Grendel zu bestehen. Und dieser heißt nicht Hunfried, sondern Beowulf. Spät in der Nacht hatte das Gelage ein Ende. Und die Helden begaben sich zur Ruhe. Beowulf legte Helm, Panzer und Schwert ab und sprach, der Riese erscheint unbewehrt, so geziemt es mir auch nicht, das Schwert zu gebrauchen und unter der Eisenhaube zu kämpfen. Mann gegen Mann und Kraft gegen Kraft. Im Ringkampf hoffe ich, ihn zu bezwingen. Das war wacker gesprochen, doch staunten die Goten nicht über die Heldenkühnheit ihres Führers. So und nicht anders musste Beowulf handeln. Bald war es still geworden in den weiten Hallen der Hirschburg. Alles schlief, selbst die Torwächter hatten das Haupt auf die Brust geneigt und waren in Schlaf gesunken. Gar reichlich war heut für jedermann der Met geflossen. Drittes Kapitel: Grendel. Um Mitternacht kam vom Walde her eine riesige, schattenhafte Gestalt im nebelgrauen Mantel. Es war Grendel der Riese. Aus seinen Augen sprühten Feuerfunken. Das Wild des Waldes stob entsetzt aus der Äsung dem bergenden Dickicht zu und die Hunde erhoben ein winselndes Geheul. Nach der Hirschburg nahm der Unhold seinen Weg. Noch schliefen die Wächter, die Eisenpforten taten sich auf und er schritt in die Halle, wo die gotischen Recken schliefen. Da sah er reiche Beute. Und nicht einen der ruhenden Mann wollte er verschonen. Mit seinen langen Eisenkrallen prackte er ein, erwürgte und verschlang ihn. Im Nu war es geschehen, und er trottete weiter und langte mit den Fängen nach Beowulf. Der Held fuhr auf und fasste die tastende Riesenhand mit so festem Griff, dass der Unhold einen Schmerzensschrei ausstieß, und wieder die Wand taumelte mit solcher Wucht, dass die Halle erbebte
und Helme, Panzer und Schwerter, blanke Schilder und goldener Zierat mit tönendem Geklirr auf den Estrich niederstürzten. Beowulfs Gesellen sprangen empor und griffen zu den Waffen. Von allen Seiten fielen scharfe Hiebe, doch siehe, die Klingen bissen nicht an. Grendels Haut war durch Zauber vor jeder Verwundung gefeit. Immer fester umklammerte Beowulf des Riesen Hand und fürchterlich raste Grendel, um sich zu befreien. Aber der gewaltige Held gab nicht nach, er gebrauchte seine ganze Kraft und der Unhold entwich. Mit entsetzlichem Geheul, den Arm samt der Achsel aber ließ er in Beowulfs Hand zurück. In der Burg war's lebendig geworden. Die dänischen Recken eilten herbei. König Rudiger nahte mit seiner Folgeschar und alle schauten mit Grauen Beowulfs Siegesbeute. Hand, Arm und Achsel des furchtbaren Grendel. Auf allen Wegen strömten die Scharen des Volks nach der Hirschburg, um die Siegesbeute anzustauen, die für jedermann sichtbar über dem Tore aufgehängt war. Auch wollte jeder den Helden schauen, der Grendel, den furchtbaren Unhold, besiegt hatte. Beowulf zu Ehren wurde von den ritterlichen Dänen prächtige Kampfspiele aufgeführt, und König Rudiger warf mit vollen Händen Goldmünzen unter die froh bewegte Menge. Vor allem Volke umarmte der König den gewaltigen Helden und nannte ihn seinen lieben Sohn und Hort und Schirmer des Dänenreiches. Und selbst Hunfried, der ihm gestern noch das Lob neidete und ihm mit kaltem Spott zu kränken gesucht hatte, trat herzu, überreichte ihm sein Schwert und sprach: Nimm es hin, Beowulf. Es heißt Rausching und ist wohl wert, von deiner Heldenhand geführt zu werden. Bald rief das Horn zum Mahle. König Rudiger begab sich mit den Helden in den festlich geschmückten Metsaal, wo köstliche Speisen und Getränke von hurtigen Mägdlein aufgetragen wurden, derweil in den Höfen und Vorhallen der Burg das Volk reichlich bewirtet wurde. Heute war jedermann des Königs Gast, gleich viel ob reich oder arm, und auch der Sänger fehlte nicht. Er ließ die Saiten der Harfe erklingen und sang Beowulfs Ruhm und Preis, und alles Volk jauchzte dem Helden zu. Es war ein Jubel, wie ihn noch kein Ohr vernommen im Lande der Dänen. Viertes Kapitel: Das Meerweib. In der folgenden Nacht stieg aus den Sumpfgewässern im Grendelwald ein Weib, schrecklich anzuschauen. Ihre Haare waren wie gleißende Schlangen, und aus ihren Augen schossen Feuerflammen. Es war Grendels Mutter. Sie nahm ihren Weg nach der Hirschburg, um ihren Sohn an seinen Feinden zu rächen. Ungehindert gelangte sie durch das Tor und trat in den Saal, wo die dänischen Helden schliefen. Einer derselben erblickte sie und rief mit lauter Stimme die schlafenden Gefährten an. Da sprangen sie alle empor und griffen nach den Waffen. Von allen Seiten bedrängt verlor das Riesenweib den Mut. Sie ergriff den trefflichen Aster, König Rudigers liebsten Kampfgenossen, stürzte zum Saale hinaus, haschte vom Tore den Arm ihres toten Sohnes und floh mit raschen Schritten dem Walde zu. Jedermann war entsetzt ob diesem neuen Frevel, und der König wehklagte mit lauter Stimme über den Tod seines treuen, klugen Ratgebers und Streitgesellen Aster. Da sprach Beowulf: Besser steht es einem Helden an, im Kampfe zu fallen, als seine Tage in Not und Jammer hinzubringen. Klage nicht, König Rudiger, lass mein Ross satteln, ich will den Feind in seiner eigenen Behausung aufsuchen und mit ihm streiten. Deiner Kühnheit, mein Sohn Beowulf, kommt nichts gleich auf diesem Erdenrund, rief der König bewundernd aus. Auf, meine Edeln! Wir alle wollen den Helden begleiten nach den schaurigen Sümpfen des Grendelwaldes. Bald saßen Goten und Dänen zu Rosse, und aus den Toren der Hirschburg sprengte der Tross dem fernen Walde zu. Schon aus der Ferne vernahmen sie dumpfes Brausen und Rauschen. Das waren die wilden Waldwasser, die sich mit Tosen in die schaurigen Moorsümpfe stürzten, in denen Grendel mit seiner Sippe hauste. Der Weg dorthin führt an jenen Abgründen vorüber. Und als sie endlich ans Ziel gelangt waren, sahen sie mit Entsetzen Asters Haupt auf einer hochragenden Felsenklippe, und ob solchem Anblick entsank manchen der Mut.
Brausen und Tosen ringsumher, und in den schäumenden Fluten tummelten sich gräuliche Nixe, und Drachen kauerten auf den Felsen Zacken und starrten mit funkelnden Augen den Reitern entgegen. Die Rosse bäumten sich und zitterten vor Furcht, und die Helden zauderten, den gefährlichen Orte näher zu reiten. Beowulf allein empfand keine Furcht. Er fasste seinen Speer, trat dicht an den Rand des Wassers, schlug und stach nach den wütigen Ungetüm, und es gelang ihm, eines davon zu erlegen und an das Ufer zu ziehen. Es war von ungeheurer Länge und hatte fußlange spitze Krallen an den Füßen. »Ich gedenke nun, in die Tiefe zu fahren«, sprach Beowulf. »Sollte ich nicht wiederkehren, so wirst du, König Rudiger, dich meiner Gesellen annehmen und sie, wenn es ihr Wille ist, heimsenden in unser Vaterland. Auch wirst du ihnen die Schätze, die ich von deiner und deiner edlen Huld empfangen, mitgebe für Hugeleich. Meinen Herrn und König, auf dass er erfahre, wie hoch ich geehrt worden bin von dir und deinem Volke und endlich im Kampf mit Unholden einen nicht unrühmlichen Tod gefunden habe. Lebet wohl!« sprach's und sprang in voller Rüstung in die gähnende Tiefe, dass die Nixer erschreckt auseinanderfuhren und das Wasser hoch aufrauschte und über ihm zusammenschlug. »Verloren«, murmelten die nachschauenden Helden. »Verloren, Held Beowulf!« Doch den wackern Recken schützte seine treffliche Wehr. Mit dem Schwerte schlug er nach den langnasigen Ungeheuern und sank unversehrt bis auf den Grund des Wassers hinab. Da trat ihm die Riesin, Grendels Mutter, entgegen, schüttelte zornig ihre Schlangenhaare, packte ihn an mit scharfen Krallen und zog ihn in eine prächtige Halle. Beowulf hatte nicht Zeit, sich lange darin umzusehen, denn alsbald begann das Weib mit ihm den Kampf auf Leben und Tod. Der Held gedachte, sie mit dem Schwerte niederzuhauen und führte gewaltige Schläge auf ihr Haupt. Allein der Stahl biss nicht an, sie blieb unverletzt, packte den Gegner mit den Eisenkrallen und drang ihn mit übermenschlicher Kraft zu Boden. Nun setzte sie ihm mit schwerer Wucht das Knie auf die Brust, drückte mit der linken seinen Kopf auf den Boden und langte nach einem der Riesenschwerter. Mit hellem Zischen sauste die Waffe nieder auf seinen Hals, aber an den eisernen Flechtwerk seiner Rüstung brach die Schärfe des Stahls. Der Held blieb unversehrt. Er raffte sich empor, entriss ihr das Schwert und streckte sie mit einem einzigen Hiebe tot zu Boden nieder. In dem Augenblick flackerte das Feuer auf dem Herde der Halle hell auf, und Beowulf erblickte Grendel, der da auf einer Matte ausgestreckt lag und ihn mit großen Augen anzustarren schien. Der Held trat herzu und schlug dem Unhold mit einem Schwertstreich den Kopf ab, doch die Gestalt blieb ohne Bewegung. Und Beowulf erkannte nun, dass Grendel schon tot gewesen war, und er wunderte sich nicht wenig, als er sah, dass aus der Wunde, die er ihn geschlagen, viel Blut strömte. Und das war von so großer Zauberkraft, dass sein Schwert davon bis auf das Heft zerschmolz, also dass er nur noch den Griff in der Hand hielt. Diesen und Grendels Haupt wollte er als Zeichen seines siegreichen Kampfes mitnehmen. Die unermesslichen Schätze, welche die Halle barg, würdigte er kaum eines Blickes. 5. Kapitel: Beowulfs Triumph und Heimfahrt. Stundenlang hatten seine treuen Gesellen seiner Wiederkehr geharrt. Schon war ihre Hoffnung, den geliebten Herrn noch einmal lebend wiederzusehen, schier geschwunden. Schon erhob sich in den Reihen laute Klage um den Hingang des unvergleichlichen Helden. Schon wollten sie die Rosse besteigen, um den Ort so furchtbarer Schrecken zu verlassen. Da sahen sie, wie das blutgefärbte Wasser von unten her heftig bewegt ward und das Drachengetier unruhig hin und her schoss. Auftauchte dazu aller Entsetzen Grendels schrecklich entstelltes Haupt. Und schon wandten sich die minder Beherzten zur Flucht, als Beowulfs Helm sichtbar ward und seine Rechte mit dem Schwertgriff nach den Ungetüm schlug, die ihn Verderben drohend umringten. Unversehrt gewann der Held das rettende Ufer, und mit lautem Jubelgeschrei umringten ihn seine Gefährten. Groß und gewaltig stand er da und atmete mit Wohlbehagen die frischen Lüfte der Erde, legte dann Helm und Brünne ab und reinigte Haupt und Leib vom Schlamm der dunklen Gewässer.
Bald machte sich der Zug auf den Weg nach der Hirschburg. Auf einer hohen Stange ward Grendels Kopf von vier der Stärksten vorangetragen. Und wohin sie kamen, da verbreiteten sie Schrecken und hinterher unermessliche Freude. In dichten Scharen strömte das Volk dem Zuge nach, und die weiten Höfe und Räume der Königsburg hatten nicht Raum, die Überzahl der Menge zu fassen. Beowulf ward wie ein Gott geehrt, und von allen Seiten wurden ihm die kostbarsten Geschenke dargebracht. König Rudiger verlieh ihm außer anderen Kleinoden ein prachtvolles goldenes Banner, Helm, Brünne und Schwert und 8 edle Rosse seines Stalles. Darunter mit kostbarem Gezäune und Sattelzeug sein eigenes Schlachtross, den schnellsten und herrlichsten Renner des Dänenlandes. Die Königin überreichte ihm 2 goldene Armspangen, ein golddurchwirktes Festgewand und einen aus lauter funkelnden Edelsteinen gefügten Halsreifen von unschätzbarem Werte. Auch seine Gefährten wurden reich beschenkt, und die rauschenden Festgelage in der Hirschburg wollten schier kein Ende nehmen. Nach vielen Tagen der Luft und Freude rüsteten die Goten endlich zur Heimfahrt. Die reichen Geschenke wurden zu Schiff gebracht und dort sorglich geborgen. Schwer wurde dem Könige Rudiger der Abschied von Beowulf. Tränen rannen dem Alten in den Bart und er sprach: »Mein Sohn Beowulf, es tut meinem Herzen leid, dass du mich nun verlassen willst für alle Zeiten. Meine alten schlachtgewohnten Augen haben sich an deiner Heldengröße geweidet, und an den weisheitsvollen Worten deines Mundes hat sich mein gramgebeugter Geist wieder aufgerichtet, wie die glutversenkte Ähre nach einem erquickenden Regen. Ich vermag nicht, dich länger zu halten, da es dein fester Wille ist, von hinnen zu gehen. Das bitte ich aber. Bleibe mir in Freundschaft gewogen, auch im fernen Lande, und lass uns einander von Zeit zu Zeit durch Sendboten begrüßen. Zwar bin ich alt und darf nicht hoffen, noch lange auf der Männererde zu wandeln. Bewahre, wenn ich nicht mehr bin, auch meinem Erben die Treue und Sorge, dass Goten und Dänen in Treue verbunden bleiben bis in die fernsten Zeiten. Fahre wohl. Durch die dicht gescharte Volksmenge ritt Beowulf mit seinen Recken an den Hafen und ging zu Schiffe. Die Anker wurden gelichtet, der Drache erhob sein Haupt und unter des Volkes lautem Zuruf schwamm das Schiff aufs offene Meer hinaus. Die See war ruhig. Freundlich lachte die Sonne vom blauen Himmel. Ein mäßiger Fahrwind blies in die Segel. Und so erreichten die Helden ohne Unfall den heimischen Strand. Wie staunten die Goten, als das Schiff anlegte und die prächtigen Dänenrosse ans Land geführt wurden. Und als nun gar all die goldenen und silbernen Kleinode entladen wurden und sich die Kunde von Beowulfs gewaltigen Taten verbreitete, war der Name des Helden bald in aller Mund und sein Ruhm erscholl bis an die äußersten Grenzen des Landes. König Hugeleich war stolz auf seinen herrlichen Vetter und bereitete ihm einen festlichen Empfang in seinem Palaste. Das freute sich Beowulf. Und er überreichte der Königin das kostbare Halsband von Edelstein und eine Busenspange und sprach: Aus dem Juwelenschrein der Dänenkönigin Valdiva stammt der Schmuck, und er ist wohl wert, von dir, meine edle Herrin, getragen zu werden. Dem Könige schenkte er 4 der trefflichen Dänenrosse und ein Schlachtschwert, das er von Rudiger erhalten hatte. Und Hugeleich war von der Herzensgüte und Heldengröße seines Vetters so beglückt, dass er ihm eine königliche Burg samt einem Teil seines Reiches als Eigentum übergab. 6. Kapitel: Beowulf als Schirmvogt und König. Nicht lange darauf fielen friesische Seefahrer in das Gotenland ein, raubten und plünderten und fuhren mit reicher Beute von dann. König Hugeleich war so erbittert darüber, dass er dem Friesenkönige den Krieg ankündigte. Aber sein Heer war schlecht gerüstet. Die Friesen dagegen waren ein gar tapferes, streitbares Volk. Und als es zur Schlacht kam, wurden die Goten trotz Beowulfs gewaltigen Taten überwunden. Und König Hugeleich selbst fiel in der Schlacht. Nun wollte das Gotenvolk Beowulf zum König erheben und Hugeleichs Gemahlin selbst bot ihm den Thron und Reich an. Er aber sprach: Das sei fern von mir. Mein Haupt mit der Gotenkrone zu schmücken,
solange noch ein Spross des edlen Hugeleich auf Erden wandelt. Dem Knaben Hartrad gebührt die Herrschaft, und weil sein Arm noch nicht stark genug ist, Schwert und Speer zu führen, so will ich seine rechte Hand sein und an seiner Stadt die Marken des Landes schützen, wider alle Feinde. Komm her zu mir, mein Sohn. Der Knabe trat herzu, und Beowulf hob ihn an auf den Schild und rief: Seht, ihr gotischen Völker, das ist euer König! Alles Volk jauchzte dem Knaben zu, und so war nun Hartrad König der Goten. Der eigentliche Herrscher des Landes aber hieß Beowulf, und vor seinem Namen zitterten alle Feinde des Reiches. Wagte es einmal ein beutelüsterner Nachbar über die Grenze zu dringen, so kam Beowulf mit einer Schar auserlesener Krieger wie der Sturmwind über ihn hergefahren. Und vor ihm stoben die feindlichen Reihen auseinander wie die Lämmerherde vor dem grimmigen Wolfe. Bald herrschte Ruhe und Frieden in allen Grenzen des Reiches. Und unter Beowulfs mächtigen Schutze konnte das Volk sicher wohnen und seine Habe mehren, ohne Furcht, dass die Frucht seiner Arbeit eine Beute des Feindes werden könnte. Hartrad wuchs heran und ward ein schöner, kräftiger Jüngling, der sein Volk liebte und auch den Fremdling an seinem Hofe gastlich bewirtete. Einst weilten schwedische Recken als Gäste in seiner Burg, und obwohl er milden, versöhnlichen Sinnes war, geriet er doch eines Tages mit ihnen in Streit. Es kam zum Schwertkampf, und der junge König wurde in seinem eigenen Hause erschlagen. Zwar musste auch der Mörder die Bluttat mit dem Leben büßen, sein Bruder aber entfloh nach Schweden und ward nach seines Vaters Tode König dieses Landes. Nun war Beowulf der nächste Erbe des gotischen Thrones, und er folgte dem Rufe des Volkes und setzte sich die Herrscherkrone auf das Heldenhaupt. Und wie er dastand im königlichen Schmucke, dem Herrscherstab in der Hand, alle anderen Recken weit überragend. Da beugte sich jedermann in Bewunderung und Ehrfurcht vor dem gewaltigen Manne und gelobte ihm Gehorsam und Treue bis in den Tod. Er aber hob die Rechte zum Schwur empor und sprach: Dir, mein Gotenvolk, gehört von dieser Stunde an mein Herz und meine Hand, mein ganzes Sinnen und Sorgen früh und spät, und solange mir die ewigen Götter das Leben schenken, will ich mit besten Kräften meines königlichen Amtes walten, meinem Volke zum Segen und unseren Feinden zum Leid. Und der Held hat sein Wort treu gehalten, bis an den Tag seines Todes. Er war ein sorgender Vater und milder, doch gerechter Richter seines Landes. Und nachdem der junge Schwedenkönig, der den Tod seines Bruders an dem Gotenvolk rächen wollte, mit dem größten Teil seiner Kriegsmacht von Beowulf vernichtet war, befiel Furcht und Schrecken die Völker an seinen Grenzen, und kein Feind wagte es fürderhin, wieder die Goten das Schwert zu erheben, solange Beowulf lebte. 7. Kapitel: Beowulfs Kampf mit dem Drachen und Tod. 50 Jahre hatte Beowulf das Herrscherzepter geführt, und fast ebenso lange hatten des Krieges Werkzeuge unbenutzt in den Waffenkammern geruht. Schon war der König alt geworden und dachte nicht mehr an Kampf und Streit. Da wurde zum Unheil des Landes ein Feind aus 400-jährigem Schlafe erweckt, der an Furchtbarkeit den schrecklichen Grendel noch übertraf. Dieser Feind war ein geflügelter, feuriger Drache, der auf einem hohen Berge nahe am Meeresstrande in einer Höhle seine unermesslichen Schätze hütete. In mehr als 100 Jahren hatte keines Menschen Fuß den Berg erstiegen, denn schroff und steil fiel er nach allen Seiten ab. Und der einzige Pfad, welcher auf den Gipfel führte, war mit dornigem Gestrüpp aller Art überwachsen und schwer zu finden. Da geschah es, dass ein ungetreuer Knecht, der von seinem Herrn aus dem Dienste verwiesen war, obdachlos im Lande umherirrte und auch an den Fuß des Drachenberges kam. Er bemerkte den Pfad und klomm mühsam darauf empor, bis er den Gipfel erreicht hatte. Da sah er zu seiner Verwunderung eine offene Höhle, die von einem milden, rötlichen Lichte erleuchtet war. Das reizte seine Neugierde, und obwohl er vor Furcht zitterte,
schlich er doch langsam und geräuschlos bis an den Eingang und stand starr vor Entsetzen. Denn vor ihm, auf allerlei goldenen und silbernen Geräten und strahlenden Kronen und Diademen, lag ein ungeheurer Drache, aus dessen Nüstern Rauch wirbelte und Feuerflammen sprühte. Das Ungetüm schien fest zu schlafen, denn es regte sich nicht, und die Augen waren geschlossen. Da fasste der Knecht sich ein Herz, streckte die Hand aus, hob eine goldene Kanne vom Boden auf und schlich geräuschlos, wie er gekommen, von der gefährlichen Höhle wieder fort. Glücklich gelangte er bis an den Fuß des Berges, und da erst wagte er, seinen Raub näher zu betrachten. Es war gewiss ein köstliches Kleinod, denn in allen Farben des Regenbogens brachen sich die Sonnenstrahlen in dem Edelgestein des Deckels. Frohlockend ging er zu seinem Herrn und zeigte ihm den Schatz. Der erkannte sogleich den Wert desselben, und um diesen Preis vergab er dem Knechte seine Missetat und nahm ihn wieder in Dienst. Als der Drache aus dem Schlafe erwachte, witterte er sogleich die Spur des Menschen, musterte seinen Hort und merkte den Verlust der Kanne. Da fuhr er zornig aus der Höhle, streckte sich hoch in die Luft empor, riss den Rachen auf, stieß gewaltige Feuergarben aus seinem Schlunde und erhob ein Donnergebrüll, dass Menschen und Tiere in weiten Umkreise erschraken und ein schützendes Obdach suchten. Aber da half kein Dach und Fach. Der Drache kam von seinem Berge in das Land herniedergeflogen, entzündete mit seinem Feuerarten Höfe und Dörfer und tötete jedes lebende Wesen, das er auf seinem Fluge traf. Weite Strecken des fruchtbaren Gotenlandes wurden so in kurzer Zeit verwüstet. Und alltäglich fielen Menschen und Tiere dem Ungetüm zur Beute. König Beowulf hörte seines geliebten Volkes Jammerschrei. Und trotz seines hohen Alters beschloss der unverzagte Held, sich dem Drachen zum Zweikampf zu stellen. Er ließ sich einen Schild von Eisen schmieden, groß genug, um seine ganze Gestalt zu decken, legte seine beste Rüstung an und begab sich unter Führung des räuberischen Knechts, der alles Unheil über das Land gebracht hatte, mit 11 seiner besten Streiter auf den Berg des Drachen. Als sie den Gipfel erstiegen hatten, rasteten sie ein wenig in einem Gebüsch und sahen in kurzer Entfernung die Höhle, aus deren Spalt ein Strom siedenden Wassers qualmend und zischend hervorschoss. »Haltet euch hier im Versteck, ich will hingehen und das Ungetüm zum Kampfe aufrufen«, sprach Beowulf. »Gelingt es mir nicht, es allein zu überwinden, so möget ihr mir zur Hilfe eilen, und sollte ich fallen, so lebt alle wohl und grüßet mein Volk.« Nach diesen Worten trat der herrliche Held, bewehrt mit Schwert und Schild, kühnen Mutes auf den freien Platz hinaus und rief mit lauter Stimme den schlafenden Feind an. Der Drache erhob sich, brüllte, peitschte mit dem Schweife die Wände seiner Höhle und näherte sich, Rauch und Flammen aus den Nüstern blasend, mit offenem Rachen seinem Widersacher. Es war ein entsetzlicher Anblick, und den zuschauenden Recken sträubte sich das Haar vor Grauen. Als nun aber der grässliche Lindwurm sich hoch aufrichtete und unter Feuerflammen und Donnergebrüll sich auf Beowulf stürzte, da befiel die Ritter so maßlose Furcht, dass ihrer 10 die Flucht ergriffen. Und nur einer, der edle Wiglaif, seinem bedrängten Herrn zu Hilfe eilte. Als der Drache ihn erblickte, ließ er von dem Könige ab und wandte sich gegen Wiglaif. Dieser erschrak und suchte sich mit seinem Schilde zu decken. Der Schild aber war von Holz. Er entzündete sich und brannte hell auf. Mit Entsetzen schleuderte der Held ihn aus der Hand und flüchtete sich hinter den Schild seines Herrn, der bessere Deckung wieder die heiße Lohe versprach. Einen Augenblick ruhte der Kampf und die Gegner maßen sich mit feindseligen Blicken. Beowulf war noch unversehrt und er trachtete danach, dem Wurm das Schwert in die Weichen des Leibes stoßen zu können, denn auf dem Rücken war der Unhold ganz unverwundbar. Kein noch so gewaltiger Schwerthieb drang durch den Schuppenpanzer. Wiederum stürzte sich der Drache mit Gebrüll auf den König, packte mit den Zähnen die Erzringe an seinem Halse und zermalmte sie wie dürre Holzstäbe. Und nun wäre der Held verloren gewesen, wenn nicht Wiglaif geholfen hätte. Dieser hatte sich auf ein Knie niedergelassen
und stieß nun mit aller Macht sein Schwert bis ans Heft dem Wurm in den Leib. Hoch aufschoss der wunde Drache und stieß ein betäubendes Schmerzgebrüll aus. Aber er war noch nicht tödlich getroffen und wandte sich in rasender Wut noch einmal gegen Beowulf. Ein kräftiger Schwertstoß des Königs durchbohrte ihm von innen den Hals, so dass die Spitze am Nacken hervordrang. Das Ungetüm brüllte noch einmal laut auf und stürzte dann leblos in den Sand. Aber auch Beowulf hatte die Todeswunde empfangen. Der Zahn des Drachen war ihm in die Adern des Halses gedrungen und hatte sein Blut vergiftet. Er fühlte seine Kraft schwinden, setzte sich auf den Körper des Drachen, stützte sich schwer auf den Schild und ließ sein Haupt auf die Brust sinken. Wiglaif erschrak, eilte nach der Quelle und holte im Helm frisches Wasser für seinen Herrn. Damit netzte er ihm die Stirn und Lippen, und der todwunde König schlug die Augen auf und sprach: »Es geht zu Ende, mein treuer Wiglaif. Nur wenige Augenblicke noch habe ich zu leben, doch ich sterbe gern. Nun mein Land von der schrecklichen Plage befreit ist, deiner Hilfe danke ich den Sieg über den Unhold. Du bist der Erbe meines Thrones, und ich scheide mit ruhigem Herzen, da ich weiß, dass du meinem Volk ein Vater und treuer Hort sein wirst. Auf, hole die Schätze des Drachen aus der Höhle, auf dass meine Augen die letzte Siegesbeute schauen, die ich meinem Volk gewonnen.« Wiglaif eilte in die Höhle und trug eine unschätzbare Menge an Kleinoden herbei. Herrliche Kronen und Diademe, aus Gold und Edelgestein, Becher, Kannen, Spangen und Ringe, Helme, Schwerter und Brünnen, alles aus purem Golde. Mit Lächeln überblickte der König den Hort und erreichte dem treuen Gesellen die Hand und sprach mit schwacher Stimme: »Alles für mein Volk, Wiglaif, für mein Volk. Und nun noch eins, mein Sohn. Sieh, drüben jenes ragende Vorgebirge. Es ist der Walfischberg, und an seinem Fuße rauscht das Meer. Lass mir dort den Todeshügel schichten und pflanze auf meinem Grab das goldene Königsbanner als einziges Denkmal. Lebe wohl.« Das waren die letzten Worte des gewaltigen Beowulf. Er war tot und Wiglaif bettete ihn auf den Schild, barg sein Haupt an des Helden Brust und weinte um ihn, wie ein Sohn um seinen Vater. Nun kamen auch die ungetreuen Genossen zagend herbei und wollten den Toten beklagen. Da ergrimmte Wiglaif im Zorne und er sprang auf, zog sein Schwert und sprach: »Wage es einer von euch, diese heilige Stätte zu entweihen. Und es ist der letzte Augenblick seines Lebens. Feiglinge seid ihr und nicht wert, meines erhabenen Königs Heldenantlitz zu schauen. Ich, der Erbe des großen Beowulf, verbanne euch aus dem Vaterlande, verbanne euch von Herd und Heimat und gebiete euch bei eurem Leben noch in dieser Stunde den heiligen Boden zu verlassen. Für Verräter hat das Land des großen Beowulf keinen Raum. Weichet von hin, ehrlose Buben.« Das war harte, aber gerechte Strafe für die feigen Gesellen, und sie zogen von dannen ohne Scheidegruß, ohne Trostwort aus Freundesmund, und ihren Namen nannte niemand mehr im Gotenlande. Lautes Wehklagen erscholl im ganzen Lande um Beowulf, den edelsten und größten König, der je auf einem Hochsitz gethront. Von nah und fern begab sich das Volk auf die Wallfahrt, um den geliebten Herrn noch einmal von Angesicht zu sehen. Wiglaif ließ den Hort des Drachen zur Schau ausstellen und fragte das versammelte Volk, ob die Schätze verteilt werden sollten. »Das sei fern«, erwiderten einstimmig die edlen Goten. »Was unser König mit seinem Leben bezahlt hat, daran soll niemand eitle Freude haben. Der Hort, durch den so großes Leid über uns gekommen, werde versenkt im dunklen Schoße der Erde.« Solcher Rat gefiel dem edlen Wiglaif. Und er tat nach dem Willen des Volkes. Auf dem Gipfel des Walfischberges stand, mit blanken Schilden und Brünnen herrlich geschmückt, der Scheiterhaufen, auf den die Leiche des toten Herrschers gehoben ward. Edle Gotenfürsten traten mit brennenden Fackeln heran und entfachten die Flamme. Die Lohe schlug auf, Rauch wirbelte empor,
und das Knistern und Zischen der Flammen wurde übertönt von der lauten Klage des Volkes. Beowulf war nicht mehr. Seine Asche wurde in einer goldenen Urne in die Erde gesenkt, und als das goldene Banner über die Gruft flatterte, ritten 12 der edelsten gotischen Helden um den Hügel und sangen dem großen Könige das Totenlied. Sein dankbares Volk vergaß ihn nimmer, und wenn vorüberfahrende Schiffer das goldene Banner erblickten, so deuteten sie darauf hin und sprachen mit Ehrfurcht: Dort ist Beowulfs Burg, und unter dem Banner schläft der große Gotenkönig.